Ja, hallo mein Lieben und willkommen zurück zu einem kleinen Horror-Let's-Test, ich weiß noch nicht genau. Und zwar Haunt, The Real Slender Game. Das ist, glaube ich, jetzt erst seit kurzem auf dem Markt, keine Ahnung genau. Ich habe das vor uns per Zufall entdeckt und dachte mir so, hey, kann man hier mal testen? Und ja, würde ich einfach sagen, let's go, new game. Okay, was bist du, Noob, Gamer oder Paranormal? Okay. Beim Noob ist es halt so. Small Slender Akku. Keine extra Fotos, was man finden muss. Übrigens, kurz im Spiel, das ist halt so ähnlich wie bei normalen Slenders. Das heißt, man muss halt verschiedene Zettel einsammeln und halt vom Slenderman verschwinden. Und ich sehe gerade, hier gibt es halt 3 Schwierigkeitsstufen. Beim Noob ist halt so, dass der Slender ganz wenig Akku hat. Beim Gamer ist halt so mittelmäßig Akku. Jetzt klingelt auch noch mein Handy. Und ja, und beim Paranormal ist halt so, dass man dann halt hohe Akku hat vom Slender. Und ich würde einfach mal sagen, es ist der Anfang. Wir fangen mal an mit dem Noob. Und what would you do if you woke up in a place you have never seen before? Würde mir nicht gefallen. Also, ich glaube, übersetzt heißt es so viel wie, was? Jetzt habe ich den Satz schon wieder vergessen. Auf jeden Fall sowas, ja, was passiert, wenn du halt an einem fremden Stelle irgendwo munter wirst, wach wirst, auf einer Stelle, wo du zuvor niemals warst oder wo du noch nie gewesen bist, wie auch immer. Und jetzt muss ich mal eben gucken. Okay, hier ist die Lampe. Ja, dann würde ich sagen, laufen wir mal und schauen, was uns passiert. Ich habe das, wie gesagt, vorher noch nie wirklich gespielt. Es ist mein erstes Mal und ich bin echt gespannt, was hier uns so überrascht. Okay, vorne ist auf jeden Fall schon mal was ganz Helles, ein Track. Track. Hier ist eine Karte. Wow, das blendet. So, welcome to Green Park. Okay, da unten sind wir, denke ich mal, genau. You are here. Es gibt hier Boden, Border, Lokal, Files, Park. Okay. Whatever, wir gehen jetzt einfach mal weiter und schauen, ja, auf was wir uns so gefasst machen können. Ich glaube, hier ist schon das erste. Okay. Ja, 12 Seiten warten noch auf uns. Ach, Leute, ohne Scheiß, ich habe gerade die übelste Gänsehaut, weil ich habe Stufen gehört. Ich habe übelst Gänsehaut. Scheiße. Ey, ich würde sagen, mach mal die Lampe wieder an hier. Ich hoffe, ihr habt das gerade auch gehört, was ich gehört habe. Oh mein Gott. Ich habe so Gänsehaut, Leute. Oh je. Das kann ja noch lustig werden. Ich würde auch einfach mal sagen, wir gehen jetzt mal die Hauptstraße, den Hauptweg hier lang und tun uns gar nicht auf irgendwelche Abenteuer einlassen, denn wir haben Noob angekreuzt und das heißt für mich, dass ich jetzt keine Experimente hier begehe. Okay, hier vorne ist das nächste und Taschenlampe aus. Hä? Ach, dort sind wir erst. Okay. Alter. Komm, wir gehen hier links weiter. Egal. Oh Mann. Scheiße. Ich will nicht. Und wie gesagt, ich habe das noch nie gespielt. Also, das ist mein erstes Mal. Ja, irgendwann muss es das erste Mal sein. Tja, rechts, links. Wir gehen links. Ah, okay, hier ist das nächste. Okay, da ist ein Haus. Na, Taschenlampe. Da.
Okay, ich würde einfach mal sagen, wir gehen jetzt mal hier in das Kammer hier rein. Okay, man. Ach, das Ding hier oben macht so Geräusche. Ich wollte schon sagen. Oh Mann. Ich will nicht. Okay, also hier oben kann man nichts machen. Oh mein Gott. So, mal gucken, ob man hier rein kann. Boah. Was? This place feels creepy. Where is our... Was? Firmtür. Was für Zeug? Hier unten ist was. Okay. Ich habe mir, glaube ich, nur was eingebildet. Was steht da? Ich kann das nicht lesen. Don't look back. Ich hab's trotzdem gemacht. Boah. Leute, ohne Scheiß. Ah, es ist hell. Geh dann schon mal gleich zu. Ja, wenn ich das. Guck mal. Wenn ich es anhabe, blendet das übelste Möhre. Wenn ich es aushabe, sieht man kaum was. Auf jeden Fall ist hier. Hier liegt doch was. Ich sehe es doch. Was? Lookout. Ah, okay, wir haben gerade einen Schlüssel gefunden. Hey, bleib doch auf. So, jetzt schauen wir mal hier oben. Erstmal hier links. Hier ist auch nichts. Gibt's viel zu viele Türen. Naja, okay. Was steht da? Let me, was? Ach, let me go. Okay. Nee, kommt Leute, ohne Scheiß, ich gehe nicht in die anderen Türen rein. Das ist mir zu crazy. So, ich würde jetzt ganz normal sagen, wir gehen ganz normal hier weiter. Und ich bekomme immer mehr Gänsehaut. Da ist mal hergekommen. Gehen wir jetzt hier lang. Das ist ein Stein. Ach nee, das ist ein blauer Baumstumpf. Das sah gerade aus, würde das irgendwie leuchten. Wir können ja mal so kommt. Ich sehe auch zum Glück noch keinen Slenderman. Hier sind auch Zäune. Ich könnte mit euch wetten, ich war in dem anderen Haus, da war bestimmt irgendwas drin gewesen, aber mir war das echt zu freaky. Ich hatte da echt keinen Bock gehabt, noch weiter da drin zu verweilen. Wir sind dort, da gehen wir jetzt mal rechts rum.
Und laufen mal Richtung Wald, der ist ja hier. Was mich halt bloß wundert, dass hier noch irgendwie noch nicht wirklich irgendwas kam. Hier vorne sieht aus wie eine Kathedrale von Weitem. Ist doch ein Haus, oder? Fata Morgana. Okay. What? Das ist aber nicht in Ordnung. Wieso sind die jetzt ausgegangen? Das ist doch scheiße. Da gehe ich jetzt hier links rum. Das sieht aus wie eine Kirche oder sowas. Irgend sowas Großes halt. Und ich will es auch nicht unbedingt jetzt gleich so gerade durch. Nein, du bleibst an. Schön anbleiben. Wir gehen jetzt mal einfach hier so lang. Ah, okay, da ist ein Zaun. Da ist doch nicht etwa ein Zaun. Das kann doch nicht wahr sein. Schnell wieder das Licht anmachen. Okay, da kommen wir bestimmt von der anderen Seite ran, denke ich mal. Auf jeden Fall. Okay, jetzt hier links auch noch ein Zaun. Ah. Ach komm. Geh doch nicht kaputt. Puh. Ach nee. Hat mir nicht schon. Ja, stopp, ihr da. Da. Huch. Ich meine, wir haben doch. Ja, ja, aber wir haben doch jetzt Schüssel. Block 2. Hm. Gehen wir mal hier gucken. Okay, das ist so ein Industriegebäude, denke ich mal, gehe ich davon aus. Aber meine Lieben, ich werde es jetzt mal so machen, dass ihr habt jetzt einen kurzen Einblick gesehen in das Spiel und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich belasse es dabei und ihr entscheidet, ob ich weiterspielen soll, das Spiel auf Gamer oder sogar paranormal, kann man ja mal testen. Und dann würde ich einfach schreibt mal euer Feedback in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.